Yoshi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Siedenschaftszelt. Twilight Princess. Ich habe zwar gesagt, dass ich jetzt Kumula durchnehmen möchte. Allerdings soll ich auch die Drillhöhle machen. Ach nee. Lass mir das mal lieber. Das wird nur unnötig in Länge gezogen. Begeben wir uns erstmal zu der Kanone. Oh, es wird da dunkel. Und erledigen wir erstmal das. Und ehrlich gesagt, kommt wirklich gleich. Für mich als, und da stehe ich nicht alleine, dümmste Geschichtsidee ever in der Welt von Zelda. In die Wüste wollte ich nicht. Ja. Warum? Das werdet ihr gleich sehen. Und dann werde ich es auch erklären. Zumindest ich werde es versuchen. Und da sieht man wirklich die Ruinen von dem Gefängnis. So. Ach, Kumula. Naja. Ist auch eine Welt für sich. Warte mal ganz kurz gucken. Ja, ich habe da auch alle Geister. Was bedeuten eigentlich die Uhren? Okay, wahrscheinlich mit Zeit. Und da ist schon wieder. Was ist das hier? Was ist das hier? Alter, ich wüsste jetzt gerne, was das ist. Ah, nee, doch nicht. Gut, wir haben jetzt die ganzen Geister. Du meine Güte! Bewegt sich der Schatten aber schnell. Was war das denn jetzt? Zeitraffer? So, ihr seht. Ist nämlich da wieder so ein feines Gitter jetzt, wo wir reins schilden und sehen wir mal, wer da kommt. Ich kann mir bei jemandem gut vorstellen, der bei diesem Augenblick furchtbare Albträume hat. Und Feuer! Das da bin ich gefeuert. Link, du bist gefeuert. Nanu? Der Flug muss ja eine halbe Nacht gedauert haben. Schaut mal, es ist hell. Hi, Tantchen. Puh. Endlich wieder zu Hause. Herzlich willkommen in der Stadt von uns, Kumulana. Da du doch schon extra hierher gekommen bist, würde ich dir gern die Stadt zeigen. Ah! Gehört er auch dazu? Ist das euer Haustier? Was sagt ihr? Hilfe! Das ist ja furchtbar. Dieser Drache treibt rund um die Stadt allein Umwesen. Ich mache mir Sorgen um die Anne. Lass mich kurz im Laden nachsehen, ob es allen gut noch gut geht. Ja, Leute! Wir sind in Kumula. Der Stadt in den Wolken, wo die Kumulaner leben. Die ja angeblich zu sagen, die Schöpfer Hyrules sind. Warum ich sage, angeblich, naja, weil ich die Sache ziemlich für, ach, sagen wir ganz geradeaus, ich halt die Sache erklären einfach sowas von oberbeschissen. Einfach aus dem Grund, lass mich erstmal schnell öffnen, bevor Link ersäuft. Na, ist ja klar, dass man sowas in einer Unterwassertruhe findet, oder? Okay, warum ich das für Schwachsinn halte? Nun ja, wenn die Kumula wirklich die Schöpfer von Hyrule sind, warum zur Hölle sehen sie eigentlich nicht den Hyrianern ähnlich? Tja.
Okay, hier müssen wir ab und zu die Eisenstiefel anziehen, damit wir nicht weggepustet werden. Oh, da geht's ganz schön tief runter. Ist da noch eine Schatztruhe tatsächlich? Okay. Weil, naja, wie soll man sagen? Es gibt da auch mehrere Gründe, warum ich sage, die können nie und nimmer die Schöpfer Hyrules sein. Obwohl, eins vorweg, ich mag Tantchen und wenn also die Kumulan einfach als nur ganz normales 20 Rubine, wollte mich verarschen, wenn sie ein ganz normales, ja, normal ist irgendwie schon witzig, allein ihrer kuriosen Form, aber man muss auch bedenken, schaut euch mal die Corona, die Zoras und andere Wesen von Hyrule. Gut, also da fallen die Kumulan eigentlich auch nicht so auf. Ja. Ist nämlich tatsächlich so, ja, das, ja, Link wird richtig weggepustet. Alter. Machen wir mal hier. Hier ist es ratsam, wirklich die Stiefel. Also wirklich, wenn sie ein ganz normales Volk wären, dann hätte ich echt keine Probleme damit. Aber dass sie zu sagen als so eine Art Götterrasse dastehen, macht die Sache ziemlich lächerlich. So, das werdet ihr auch gleich sehen, warum. So. Jetzt kann Link ganz normal joggen mit den Dingern. Also schauen wir erstmal an. Ich meine, normale Schöpfer machen, kriegen jetzt sozusagen ihre Schöpfung so nach ihrer Vorstellung, so. Okay, kann auch sein. Oh, Kanonen sind ja geil. Okay, mal wieder zurück zum Thema. Ich muss ein bisschen leiser machen. Muss ich doch ein bisschen nerven. Weil, ich meine, schaut doch mal die Kumulaner an. Und wenn ich mir hier so ansehe, wie sehen die eigentlich aus? Lassen wir es mal so sein, dass sie eigentlich menschenähnlich waren und sich so entwickelt haben. Dann frage ich mich aber, was bringt denn deren Gestalt? Sie können nicht mehr richtig fliegen? Überhaupt. Und wenn ich jetzt mal an die Oni denke, aus The Wind Waker oder die Crocs. Ja, Crocs? Ich glaube, ich habe jetzt den Namen richtig ausgesprochen. Also, da ergibt ja diese Entwicklung ja irgendwie Sinn. Sie haben sich jetzt in der Umgebung angepasst. Das ist ja, korrigiert mich, vielleicht liege ich falsch, dass eigentlich bei der Evolution ist, dass man sich halt der Gegend so anpassen tut. Aber diese Gestalt, die sie haben, ist ja gänzlich für eine Gegend wie in den Wolken ungeeignet, weil sie können mit den Dingern gar nicht fliegen. Das habt ihr ja gesehen. Das sind nur ein bisschen Flatter-Flatter und das war's. Eine Möglichkeit, dass sie zu sagen, Degeneration. Also zu sagen, eine Rückentwicklung hatten. Das würde mich auch erklären, warum hier die Tür eigentlich für ihre Verhältnisse zu groß ist. Weil wenn die Stadt wirklich nach ihren Bedürfnissen gebaut worden wäre, dann wären die Türen so, also, so groß wie ein Hund oder so groß wie ein Huhn, dass da noch ein Huhn reinkommt. Wäre eigentlich eine interessante Sache, da müsste Link nämlich immer crouchen. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, aber kommt irgendwie nicht gut an, dass so eine Götterrasse sich so zurückentwickelt. Das ist eine Degeneration. Ja, Degeneration. Ich werde es wahrscheinlich mal hier einblenden, welches Wort ich meine. Okay, deswegen, es haut nicht hin. Es haut von vorne bis hinten nicht hin. Und wenn ich auch mal sehe, wir erfahren überhaupt nichts von diesem ach so göttlichen Volk. Wenn ich jetzt bei den Jedis denke, die, sag mal, die sind eigentlich nur, es sind nur Nebencharaktere, aber die sind viel besser eingearbeitet worden, also integriert worden, was habe ich nur heute wieder mal? Zu trocken Hals anscheinend. Auf jeden Fall, sie sind besser in das Gesamtbild eingefügt worden. Ja, genau. Sie sind besser wirklich in der Geschichte Twilight Princess eingefügt worden, als diese
Hühner mit Menschenköpfen. Deswegen, sorry, also... Überhaupt, die Sache mit denen, dass nach dem, vor den ja noch ein mächtiges Volk ist, dieses typische Steigerungsmotto, da war noch mächtigeres Volk dahinter, ist, ach kommt Leute, das ist einfach durchgekaut und, ja, sowas von lahm, das ist nicht überzeugend. Ja, wenn die Kumulaner wirklich als Volk, nur als ein Volk von vielen, dann wäre es so halb so schlimm. Und zumal ich ja gegen Tantje nichts habe. Sie sieht zwar komisch aus, aber bei den ganzen Monstern, die wir gesehen haben, ist sie noch human. Und das meine ich nicht nur, weil sie ein menschliches Gesicht hat. Aber deswegen, die Geschichte mit Kumulas ist dumm. So, was wollte ich noch sagen? Oh, das tut mir so leid, wo du schon extra mal hier bist. Ja, aber... Bist du nicht hier, um diese Stadt anzusehen? Ich mache mir natürlich Sorgen um die anderen und kann unmöglich unter dich herumsitzen. Ich werde dich ganz einfach begleiten. Auf die Erde zurückwarten kann ich dir leider nicht. Aber wir können hier Zeug für einen Laden hier. Okay. Du freust dich mit Tarnich an sie. Ach ja, was noch ein Hinweis ist, dass die wirklich eine Rückentwicklung haben. Ist eigentlich, wie man sieht, wie die Stadt so mehr und mehr verfällt. Und das kann nicht allein an den Drachen liegen, Leute. Das kann nicht an den Drachen alleine liegen. Denn wenn man genau sieht, sind so manche Erosion und Zerstörung eigentlich länger dort. Also nicht erst durch den Drachen. Ja? Bist du Vergiliana? Ich kenne deine Sprache ein wenig. Verstehst du mich? Brauchst du etwas? Will einfach mit ein. Ein echtes Stäbchen wird in Kumula normalerweise nicht geführt. Haben leider erst nach dem Einkauf bemerkt, dass niemand in Kumula einen Bogen hat. Wie sollt ihr auch den Bogen bitte schön spannen? Ja, mit Magie. Ponys können sie auch mit ihren Hufen. Gibt aber irgendwie mehr Sinn. 3 Pfeile kosten 3 Rubine. Kaufst du? Oh. Vielen Dank, ich packe die Pfeile in deinen Köcher. Komm bald wieder. Ach ja, stimmt, ich muss... Oh nein, da fällt mir ein, ich muss ja noch ein Bomben-Upgrade holen. Ach, das ist so eine... Oh nein, 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 nein. Ich habe erstmal genug von Frustiermomenten. Aber mach mir trotzdem. Ich habe das zwar nie erwähnt, aber das wirke wirklich ein 100 dran ran. 100 dran ran? Also ein 100% ran. Weil ich das auch wirklich schaffen kann. Jetzt bin ich 100% dran, weil ich es auch schaffen kann. Was ist da dieses Rosane da hinten? Hey? Dass sie tatsächlich so diese Kanonen haben? Also wir werden auch hier erstmal eine Weile bleiben. Ah, sind da solche 2 Geister. Oh, fuck. Scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an nochmal. Hier werden wir unseren Spaß haben. So, räumen wir mal. Hier, schaut mal, Leute. Seht ihr? Die Stadt zerfällt. Also, das kann echt nicht der Drache sein. Das kann nicht der Drache sein. Ich weiß auch nicht, was haben sich die Wache dabei gedacht? So, hier gucke ich gerade hier so lang. Und gleich falle ich in die Tiefe, weil ich da eine Lücke übersehen habe. Was sagst du eigentlich dazu, Mietner? Dieser Zentner hat die Spielgeschehe wirklich gut versteckt. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es direkt über Hyrule eine solche Stadt gibt. Naja, ich würde sagen, die Stadt ist eigentlich eine Ruine. Hm. Den Schaden ist mir leider nicht.
seht ihr da oben? Man sieht den Endgegner. Angeblich soll es eine dieser Pleitegeier sein, der durch die Spiegelscherbe mutiert ist. Sorry Leute, aber das ist nicht mein Headcanon. Weil ich hasse Pleitegeier und ich finde Drachen cool. Darum, Wir können unmöglich mit diesen blöden Pleitegeiern verwandt sein. So. So, warten wir einen Moment. Was sonst? Ja, da ist ja doch ein Mega. Sonst werden wir mal weggeblasen, bis wir wieder fallen. Ach ja, mit der Krone kommen wir wieder zurunter. Sieht irgendwie beeindruckend auch. Oh, das ist halt sehr, auch, ja, sehr anders. Aber wie ihr seht, die Stadt zerfällt mehr und mehr. Also wirklich, die Kumola müssen wirklich auf dem absteigenden Ast sein. Schnell aussehen und... Und vor allem, der macht es auch nicht aus, dass hier irgendwelche Monster sind. Ja, seht ihr, das Ding bewegt sich. Aber stürzt nicht ab. Toll. Wenn Link drauf geht, dann macht es wirklich top, geht's total runter. So nach dem Motto, du bist so schwer, Link. Als ob Link wirklich so schwer aussieht. Obwohl... Naja, wenn ich mal so überlege. Angeleicht. Das ist leicht. Das ist leicht, das ist leicht. Das ist sehr schwer. Das ist sehr, sehr schwer. Das ist wohl auch schwer. Das ist ja auch nicht leicht. Dann hier die Bomben. Flaschen sind auch immer schwerer, wenn sie gefüllt sind. Okay, es ergibt doch Sinn, warum Link so schwer ist. Ja. Na komm her. Ja, beschwer dich nicht so. Ich muss hier rüberkommen. Und wie das hier so scheiß... Tschüss. Wie das hier so scheißegal ist, dass das Ding kurz vor runtergehen ist. Ihr seid wirklich hinterblieben, Leute. Alter Schwede, das ist ja eine Kanone! Wow. Okay, sie können an den Wänden laufen. Holy fucking shit, da ist eine Kanone. Aber wenn ich mal so sehe, wie sie so an den Wänden lang gehen, weil die sind in einer Inspiration so von einem Bild. Ich weiß jetzt nicht mehr von welchem Künstler. Das ist auf jeden Fall dieses typische, ich weiß nicht, wie man so Bilder nennt, wo die Perspektive ziemlich verdreht ist. Und da sieht man auch die Vögel, die auch halt so an den Wänden so langlaufen. Ach so. Ich verstehe. Hier waren also sozusagen die Kanonen gelagert. Scheint doch interessant zu werden, weil mir sind diese Tests nie aufgefallen. Waren sie auch bei der GameCube-Version so der Fall? Dieses ist irgendwie schon mysteriös. Und weg damit. Wie das denn scheißegal ist, dass ich ihn gerade nackig gemacht habe. Hä? War da eine Vase?
Nö, egal. Na, geht's runter? Komm schon. Das Ding ist aus Eisen. Das ist verdammt schwer. Na, wie noch sei, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part. Also, see you, Matane.